Redner Leuchtturm zeigt sich und präsentiert sich. Und dafür müssen Sie gar nicht mehr laut sein, nicht mehr Chaka-Chaka machen auf dicke Hose. Sondern es geht auch mit ganz, ganz leisen Tönen, mit einer feinen Art, mit einer femininen Art oder mit der Art, wie Sie eben sind. Zeigen Sie Ihre Einzigartigkeit und Ihre Facette. Und um das, diese Zweifel nochmal auszuräumen, habe ich eine Übung für Sie vorbereitet. 5 Minuten eine kleine Übung aus meinem Workshop. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie da mitmachen. Also, wir werden 2 Minuten Zeit, um das aufzuschreiben, für das Sie brennen, wo Sie so richtig das Gefühl haben, ja, das ist so meins, da habe ich richtig Bock drauf, Golfen, Skifahren und so weiter. Dann können Sie einfach jetzt die linke Seite füllen mit diesen positiven Sachen. Auch 2 Minuten lang rausschreiben, was Sie ja, für was Sie brennen, was Sie sozusagen glücklich macht. Ihre Familie. Ohne zu urteilen, einfach schreiben. Okay. Und dann schreiben Sie auf die rechte Seite all das, was Sie gerade hindert, zu brennen, sichtbar zu sein, erfolgreich zu sein. Das, was Sie daran hindert. Zu wenig Zeit, zu wenig Geld. Auf die rechte Seite. All das, was Sie eben nicht brennen lässt. Fällt ein bisschen schwerer. Schreiben Sie einfach ein paar Sachen auf. Wir können damit eine schöne Übung gleich machen. Ein bisschen was aufs Papier geflossen. Und dann sehen Sie ja schon, dass in der Mitte eine Linie ist. Also einfach ein Wort hinschreiben und dann die Mitte einfach knicken. Und einmal falzen mit Fingernagel. Und in der Mitte durchpassen, ganz vorsichtig. Dann die linke Seite brauchen Sie noch, die rechte Seite machen wir das schon. So, und dann können Sie die linke Seite in Ihre Tasche tun, mit nach Hause nehmen, sich bei Ihnen hängen. Und die rechte Seite bitte in die linke Hand. Und wenn Sie mögen, können Sie aufstehen, damit Sie diese Übung nochmal vertiefen. Geht es besser an. Sie haben jetzt in der linken Hand die Hälfte mit den Negativen. Das, was Sie nicht brennen lässt. Und dann schließen Sie die Augen und zerknüllen Sie diese rechte Seite. All das, was Sie nicht sichtbar und erfolgreich machen. Dann bleiben Sie bitte nochmal in der Stille und lassen Sie all das, was damit in Ihrem Körper Resonanz hat, zu diesen Themen, die dort draufstehen. Meine Mutter hat mich nie gesehen, mein Vater hat mich geschlagen, meine Familie, was auch immer. Ich habe keine Zeit für mich. All das,
Was in Ihrem Körper Resonanz hat, fließt jetzt in diesen Zettel, in die Hand, in Ihre Faust und in das Blatt Papier. Und Sie knüllen dieses Papier jetzt fester. Und all das, was in Ihrem Körper Resonanz hat, fließt in dieses Papier hinein. Und Sie spüren, wie dieses Papier fast anfängt, warm zu werden, wie Ihre Hand irgendwie anfängt, dunkler zu werden, weil dieser Inhalt so schwer ist. Lassen Sie all das, was Sie nicht sichtbar und erfolgreich macht, da reinfließen in diesen Zettel. Und die Hand wird immer fester und das Papier wird immer dunkler, energetisch dunkler. Und all das fließt hinein, was Sie in Ihrem Körper spüren, was Sie daran hindert, sichtbar und erfolgreich zu sein. Und wenn Sie das Gefühl haben, diese Hand fühlt sich schon fast wie Pech und Schwefel an, es wird ganz schwarz, drücken Sie noch einmal fester, lassen Sie alles da reinfließen. Und dann nehmen Sie einen kräftigen Atemzug und werfen Sie das Papier links über die Schulter. Und dann lassen Sie an all die Stellen, wo diese Resonanz war, nochmal Ihr Licht fließen. Von Ihrer Freude, Ihrem Licht, Ihrer Energie. Alles Positive. Von der linken Seite vielleicht. In Ihrem ganzen Körper einfach ausdehnen an all die Stellen, wo vorher dieser Schmerz war. Vielen Dank. Näher am Herzen. Die linke Hand ist näher am Herzen. Und ich hoffe, Sie fühlen sich ein bisschen befreiter. Sie haben das Gefühl, die Hand brennt. Und stellen Sie sich vor, was Sie für Energie haben, was Sie für Potenzial haben. Und wie Sie das mit Menschen führen, Menschen coachen, Menschen weiterhelfen und nutzen können. Und dafür müssen Sie nicht perfekt sein. Dafür muss nicht alles fertig sein. Auch die Webseite nicht oder die Visitenkarte nicht. Sie müssen immer ein Stück weiter sein als Ihre Kunden. Sie nach oben helfen, wie ein Bergsteiger, der den Unterhang greift.